Moin Leute, heute gibt es 10 verrückte Fakten über Marvel und das habt ihr euch nämlich gewünscht von mir. Ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Top 5. Die bisherigen Titelhelden Iron Man, Hulk, Thor, Doctor Strange, Black Panther, die Avengers und die Guardians of the Galaxy haben auf ihrem waghalsigen Abenteuer zahlreiche Bösewichte bekämpft und damit bei mehr als 17,7 Millionen deutschen Marvel-Fans für Ekstase gesorgt. Das erste Marvel-Werk mit dem treffenden Namen Marvel Comics ist im Oktober 1939 im Timely Comics Verlag erschienen. Unvorstellbar für die heutige Zeit. Ein Heft hat gerade mal 10 Cent gekostet. Glücklicher Zufall, der unglaubliche Hulk verdankt seine grüne Farbe einem Druckfehler. Denn laut Zeichner sollte der Kraftprotz ursprünglich grau sein. Einer der ersten Filme, der auf einem Marvel-Charakter basierte, kam 1986 in die Kinos. Das Abenteuer Howard. Ein tierischer Held wurde von niemandem geringeren als Star Wars-Legende George Lucas produziert. Schicksalswende. Superhelden wie Hawkeye, Quicksilver oder Elektra konnten der Welt des Bösen nochmal haarscharf entkommen. Denn ursprünglich sollten sie als Schurken die Comicwelt unsicher machen. Iron Man war der erste Marvel-Film, der für die große Leinwand produziert wurde. Das weltweit beliebte Action-Spektakel wurde im Mai 2008 und damit knapp 69 Jahre nach Erscheinen des ersten Marvel-Comics veröffentlicht. Seit 2008, also seit dem Startschuss durch Iron Man, wächst das von Fans und Kritikern gefeierte Marvel Cinematic Universe rasant. Mittlerweile kann es auf 20 erfolgreiche Superhelden-Blockbuster zurückblicken und hat die Infinity-Saga beendet. Das sind aber 2,0 Filme pro Jahr. Eine Frage zu den Avengers. Dann erkundigen Sie sich doch mal bei Ihren Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren. Denn unglaubliche 2/3 aller Jungen kennen die mutigen Marvel-Helden. 7- bis 9-Jährige begeistern sich übrigens vor allem für den ersten Avenger, Captain America sowie den Donnergott Thor. Black Panther, der vor ein paar Jahren sein Kinodebüt feierte und sich binnen weniger Wochen den Titel des erfolgreichsten Marvel-Films der US-Geschichte verdient hat, ist der erste dunkelhäutige Marvel-Superheld. Dabei setzt der König Wakandas auf Frauenpower pur. Er wird von der weiblichen Bodyguard Elite Dora Milaje beschützt. Da sind wir auch schon bei Fakt Nummer 10, ganz kurz und knackig. Mit dem Kinostart von Black Widow am 30. April 2020 findet die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe statt. Ja, das ist auf jeden Fall, waren es jetzt 10 Fakten gewesen über das Marvel Cinematic Universe, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, und das waren einfach auch so kleine, witzige, aber auch, ja, was das unnützes Wissen, was man vielleicht haben muss, sag ich mal, in diesem Bereich. Naja, ja, es war mal wieder eine Top 5 oder so gesehen, ja, eine Top 10 Liste. Und ich habe gedacht, ich mache mal wieder was. Und demnächst wird es auch was zu den Simpsons geben. Natürlich auch wieder ein Ende erklärt. Bleibt da dran am Ball bei mir hier auf meinem Kanal. Lasst gerne wirklich ein Abo hier. Verpasst keine Superhelden. Filmwissensvideos. Alles Mögliche, was ich ja mal ganz gerne mache. Ich bin Dennis und ich bin raus. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.